Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Stuntex Wookie und ich zeige euch den Erfolg. In Black Ops 3 sticht ganz schön. 20 Feinde in der Kampagne mit einem Tellen ausschalten. Unten rechts seht ihr das Extra, was man braucht. Das ist bei Kontrolle. Feindübernahme heißt das. Das müsst ihr ausrüsten. Am besten, wenn ihr nicht mindestens Level 20 seid, dann kann man es in der Kampagne wechseln. Seid ihr nicht Level 20, müsst ihr es natürlich vor Kampagnenbeginn oder vorm Unterschlupf verlassen, ausgerüstet haben. Dann startet ihr die Mission, bis ihr da an diese Stelle kommt. Und dann schnappt ihr euch so einen Tellen und fliegt einfach los. Und dann einfach hier beim nächsten Tor rein, 20 Gegner ausschalten. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Also Schwierigkeitsstufe reicht natürlich recht gut, ist klar. Umso höher die Schwierigkeitsstufe, umso schwerer. Aber der Tellen hält natürlich nicht sehr viel aus. Also wenn der ein, zweimal getroffen wird, wird er gleich rot. Und dann, wenn er dann explodiert da und wenn er kaputt ist, müsst ihr halt das Ganze nochmal machen. Also ich habe auch ein, zwei Anläufe gebraucht, weil ich ein, zwei Feinde übersehen habe. Aber ansonsten ist das kein Problem. Da reinfliegen, 20 Leute killen. Und sobald ihr den Erfolg habt, dann könnt ihr einfach rausgehen. Mit den Erfolgen einfach kriegen ist ja bei Black Ops manchmal nicht so leicht. Manchmal kriegt man die Erfolge und merkt gar nicht, dass das nicht, man kriegt nicht das typische Xbox-Zeichen oder Trophy-Symbol bei PlayStation, wo sagt Bing, Erfolg freigeschalten. Manchmal sieht man es nicht. Dann einfach mal kurz, sollte das so sein, manchmal sind die Server einfach zur Zeit, ist einfach alles kacke. Und dann einfach kurz schauen, hat es geklappt oder nicht. Oder mitzählen, dann ist kein Problem. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wünsche euch viel Spaß. Ciao. Euer Wookie. Ist er. Spreng den Generator, damit wir hineinkommen.